Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 133. Heute holen wir uns Giselda. Ich hoffe, das passt. Ja. So, dann erstmal die Eisfalle kloppen. Oh, sieht aber ganz gut aus. So, die zweite Form hier. Schöne Sache. Irgendwas für uns? Nö, nicht wirklich. Hab ich gedacht, er hat vielleicht was Tolles oder so. Nichts. Geschissen. Netten Grustel oder so hat's, aber sonst nichts. Die Kisten mussten wir da auch für eine Quest einsammeln. Wahrscheinlich Folgequest oder so, pass mal auf. Jetzt hoffen wir einfach, ist nicht so viel Respawn jetzt draußen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich hätte einfach nur ein paar Sachen gelöscht. Beziehungsweise verschoben. Wir nur ein bisschen Platz haben. Okay, ein bisschen Respawn ist da. Einen kann ich dir abnehmen. Ja. Ja, das mit dem Ausweichen, das funktioniert nicht so. Ja, ist klar, noch einer. Ja, nimm da doch noch einen. Was ich mir gedacht habe, ey. Schnell dahin. Oh. Was? Oh nein. Das war nicht so geplant. Wow. Noch einer, ja. Verdammt, und Dings ist noch nicht bereit. Verdammt. Okay. Da sind wir mal gestorben. Mal. Okay. Und was toller ist, an den momentanen Servern, man hat mehr Friedhöfe. Das heißt, man muss nicht quer über die ganze Karte latschen. Ich glaube, hier ist noch irgendwo einer oder so. Aber das finde ich schon etwas nervig. Ja, wie gesagt, alles hat seine Vor- und Nachteile. Oh, alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber gut, jetzt alles, ne? So, dann essen wir, trinken wir, schmeißen den letzten Trank ein. Da können wir unseren Freund schon wiederholen? Nee, noch nicht. Das Trinken, Essen. Trank, schwupp. Schön. Jupp, 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 jupp. Nee, müssen wir das rufen. Ich kann mittlerweile nur noch 5 Sekunden wiederbeleben. Weiter essen, trinken. Jetzt hält es auch so. Aber hier steht nicht wirklich. Hier müsste es auch so eine Leiste geben. Von wegen hier, wann die nächste Treuestufe anfängt.
Wäre cool. Wäre cool. So, hohoho. Noch drei Male brauchen wir, dann haben wir das auch geschafft. Wir müssen eh wahrscheinlich bald wieder hin, wie gesagt. Ich meine, das ist die Folgequest. Haben wir hier bei XP nicht auch Bedrohung anzeigen? Player Buffs. Ziel. Oh, nein. Target Big Buff. Talente. Sieht nicht so aus. Dann ist es bestimmt mit dem neuen, mit dem neueren, dass das dann Version liegt von X-Perl oder mittlerweile Z-Perl. Oh, ich glaube, der hat die Quest. Mein Arsch, ey. Zack. Ja. Oh, der ist 67. Puh. Ob wir mit 67 noch hier sind, wird sich zeigen. Ich hatte letztens auch einem Let's Player zugeguckt, auch in meinen, sogar hier auf dem Server. Aber der ist schon mittlerweile wieder auf einem anderen Server. Der macht momentan, ich glaube, WOTLK oder so. Ich habe lange nicht mehr in seinem Kanal reingeguckt. Der hat dann auch, glaube ich, hier gradet. Allerdings hat er, wollte er das unbedingt so haben, dass nur. Oh, was haben wir denn da? Dass nur. Oh, verschlossen. Allianz. Oder Horde. Ich weiß gar nicht, wer so gespielt hat. Ich weiß es nicht. Also, dass quasi nur eine Fraktion dann ist. Aber ich würde sagen, das ist mir fast egal. Spielen wir zum Lustiges. Weil ich das auf den Real-Servern auch gar nicht mal so verkehrt finde, wenn man mit beiden spielen könnte, dann zwar auch PvP und so macht. Eigenen, heute war doch viel cooler. Dann hat man halt noch mehr Möglichkeiten. Auch für Instanzen und so wäre das cool. Weil da könnte man dann richtig. Oh, vielleicht ging es auch schneller. Weil man hätte ja einen viel größeren Pool an Möglichkeiten. Allerdings. Theoretisch hat man ja, dadurch, dass die Server ja zusammengelegt sind, aber viel schneller als DD geht's nicht. Der Gruppensuche meine ich jetzt. Aber gut, da steckt man nicht drin, ne? Ja. Wie viel brauchen wir noch? Eins. Eins brauchen wir noch. Wir wollen nur eins. Eins wollen wir noch haben. Jetzt ist wirklich keiner mehr da. Gibt es nicht. Ja, wenn ich da einen hole, dann kommen direkt wahrscheinlich alle drei und hauen uns auf Arme. Das ist auch uncool. Oder wir gehen jetzt Richtung Ausgang. Da stehen ja meistens welche vor. Da irgendwo.
Müsste ja theoretisch klappen. Theoretisch. Oder auch nicht. Mal hier um die Ecke. Na gut, da steht zwar nur, da sind noch drei Georgen dabei. Hier, oh! Der hat uns gehört, du. Genau, die nehmen wir uns. Die wollen was von uns. Die wollen unsere Male haben. Das Glück haben, kriegen wir das auch. Und. Wahrscheinlich müssen wir da nochmal 20 töten oder so. Aber wir kriegen ja auch Ruf, ne? Hier, Koronai-Gedöns. Ruf, gucken, gucken. Oh, weil Koronai, wo sind sie denn? Scherbenwelt. Neutral sind wir noch. Piu, piu. Jawohl. Oh, und dann können wir uns direkt hier erschrocken. Uns direkt hier wieder die wesentlichen zuwenden. Oh, noch ne, können wir noch nicht. Naja, kommt noch. Kommt noch. Alles mit und mit. Ich wollte gerne mehr Schaden machen, aber ich habe keine Ahnung. So, würde ich sagen, trinken, essen wir was. Obwohl, essen hätte jetzt nicht schon. Oh, ja, egal. Verstaubert. Bitte schön. Wie gesagt, 2% der gesamten Gesundheit. Wir haben 2% der gesamten Gesundheit. Okay, ich habe gedacht, vielleicht steigt das ja auch mit der Stufe, aber nein, wollte nicht. Falls das jemand hört, das ist die Kaffeekanne von mir. Weil, wie gesagt, Kaffee ist immer gut. Ich weiß noch gar nicht, ob das hier auch drin ist. Ein komischer Skill. Ja, hier. 5 von unserer gesamten Intelligenz entspricht. Das gibt es nicht mehr. Jetzt haben wir ja Fokus, glaube ich, heißt das. Naja. Gibt halt alles Vor- und Nachteile. Damals so Klassik oder in der Beta oder sowas, glaube ich, da hatte der Jäger auch Fokus. Sind sie dann doch umgeschwenkt auf Intelligenz? Tja, und letztendlich sind sie da wieder zu Fokus gekommen. Das können sie auch nicht entscheiden, ne? Entscheidungen, Entscheidungen. Was sollen wir tun? Ach, nehmen wir doch jetzt mal das. Aber ich bin ja recht froh, dass wir hier schon so weit im Patch sind, dass es Zaubermacht gibt. Weil damals, also hier vor, war das ja noch alles unterteilt in, ich weiß, glaube man kann, können wir gucken, Zauber, Schadensbonis. Es gibt zwar immer noch etwas, aber davor war es halt etwas krasser. Oder ich hatte Blödsinn und das ist das immer noch.
Wenn ich meinen Zauber macht, über Intelligenz Zauber macht, sieht ja schlecht aus. Weil es gibt Temperwertung. Temperwertung. Intelligenz. Ne, müsste ich bei anderen wahrscheinlich gucken, ist dann zu Kraft. Müsste ich bei anderen gucken. Also beim, bei einer Hexe oder so. Ich weiß, damals brauchte die Schatten. Also je nachdem, was man gespielt hat, wenn man Feuer gespielt hat, klar, Feuerschaden. Ansonsten Schattenschaden. Feuermagier, klar, Feuerschaden. Oder Eisschaden, je nachdem. Arkan hat damals kaum einer gespielt, weil es halt so Mana-intensiv war, dass sich das gar nicht gelohnt hat. Was gab es denn noch für Klassen? Paladin, ja gut, Paladin hat nie Schaden gemacht. Also BC, nachher Ende BC, ja. Da stand er dann teilweise ganz oben. Im Schaden. Und dann. Ja. Was kam dann? Gab's halt den Jäger. Der Schurke. Gut, ich glaube, ganz gut war der Combat-Schurke. Den Meuchelschurken hat kaum einer gespielt. Dann halt klar den Täuschungsschurken für PvP. Hier sind ganz, ganz viele rum und ganz viele haben Ausweichen gemacht. Konnte man dann ganz, ganz schwer treffen. Das war furchtbar. Alles auf Ausweichen und dann hatte man teilweise 80 oder 70, 80% Ausweichen. Dann versuchen wir so einen zu treffen. Ja, war schon lustig. Und irgendwann kam Rüstungszerreißen, das oder Rüstungsignorieren oder so. Ich glaube, das war cool. Hatte ich auch damals mit meinem Schurken. Bei Delkan gab es dann ein super geiles Trinket in ICC. Wo man sich dann auch verwandelt hat in verschiedene. Ja, Gegner will ich nicht sagen. Ich vergesse wieder die Zeit. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play WoW. Und auf Wiedersehen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Teilt das Video. Auf Wiedersehen, ja, ne? Bis denn.